Leute, Chris ist hier, ich hab Black Ops am Start und nein, ich sag nach, wie reibt sich das wieder? Ja, hi, Lars auch hier. Wir haben gerade 20 vor 2, wollten jetzt irgendwie mal einen Live-Commentary machen, aber haben jetzt kein Thema überlegt, obwohl wir eigentlich ein Thema machen wollten. Oh, da fällt schon mal was ein, ne? Also der Start für das Live-Commentary schon mal direkt für den Arsch. Ja. So wie es sich gehört. Jawohl. Ich hoffe, wir spielen jetzt halbwegs vernünftig. Dass man auch irgendwie uns zugucken will. Ach, Penis. Warum bin ich tot? Wir können ja mal ein bisschen über die E3 reden. Ja, würde ich auch mal sagen. Also ich wäre auf jeden Fall gerne mal da gewesen. So ist es nicht. Gut. Die Trailer waren, also es gab sehr gute und schlechte, fand ich. Einerseits halt recht gut, fand ich. Hitman. Der von Assassin's Creed war ja richtig geil. Assassin's Creed sowieso, wird ja auch gekauft. Ja, logisch hier. Und toll, ich kriege hier nur am Sack. Ja, ich auch. Nachts kann man nicht zocken. Also jetzt ich jedenfalls nicht. Ich zock mir schon auf Recruit und kriege wieder auf den Piss. Fetter Dreier. Ja. Blobs 2, auf jeden Fall kompletter Fail. Also ich werde es mir auf jeden Fall nicht kaufen. Ich fand es sehr enttäuschend. Ja. Also. Der liegt im Second Chance. Ey, und das war meiner. Ja, das können wir doch direkt wieder nicht hochladen, weil wir viel zu schlecht sind. Ja, gut, aber ist ja Abend, ne? Ja. Verzeiht uns bitte. Was ich auch nicht so gut fand, war Resident Evil 6, falls es einer von euch zockt. Ja. Also 5 war richtig geil, habe ich auch noch vor mir liegen gerade. Und der neue, ich weiß nicht, der war mir irgendwie so zu dunkel und dann Großstadt, war irgendwie, war nicht so passend, aber ich denke mal, ich hol's trotzdem. Hast du noch irgendein Spiel, was dir besonders gefallen hat? Ja. Und zwar von Naughty Dog, The Last of Us. Ich weiß nicht, hast du gesehen? Nein. Schade. Das nicht. Oh, stuck. Bö. Was für ein Spiel? Also ich weiß nicht, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, ne? Aber soweit ich mich erinnern kann, war das irgend so ein Zombie-Apokalypse-Penis. Gedöns? So, das Geilste, wie, ich weiß gar nicht, was habe ich bei Kumpel gezockt? Dead Island heißt, glaube ich. Ja. Richtig geil, einfach nur rumrennen und Zombies umhauen. Nein, einfach Chopper, verdammt! Ey, wir verkacken gegen Bots, das geht doch nicht. Ach, wir können das. Also, vielleicht sollte man mal sagen, dass ich oben bin und Chris unten. Also, schon aufgefallen vom sein. Display. Wahrscheinlich. Ja, ich blamiere mich hier wieder. Jedes Mal, wenn wir aufnehmen, spiel ich schlecht. Eben richtig geil gespielt, da wo wir bis 300 gespielt haben. Oh ja, das war wirklich fast 200 Kills und so, und dann, jetzt wo wir aufnehmen, wieder fett am Kassieren. Wenn gegen Bots jetzt schon 10 Tode zu haben, geht dir gar nicht. Na, Mensch. Nein, ach, pass mal gerade ein bisschen auf mich auf. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Déjà-vu. Hattest du eben auch, ne? Ja. Egal, halt auch geschissen, ne? Ah, ich glaube, du bist tot. Ja, kann passieren. Ne, du stehst sogar noch. Ganz unauffällig, genau in der Mitte des Raums. Ich mach grad mal irgendwas, dass ich 4 Punkte bekomme. Ja, ist doch gut. Ich hätte auch nicht einen Chopper. Nee, also der Trailer von The Last of Us hat mir richtig gut gefallen, um zum Thema zurückzukommen. Ne? Du bist ein Lappen, ey, ich krieg gar nichts mehr ab. Ja. Kurz vor meinen Wauzis. Schweigen wir wieder. Schweigen wir wieder. Wir haben es einfach nicht drauf. Boah, das ist so behindert, dass wir gegen Rekrut so schlecht sind. Aber schon allein wegen der Klette im Live-Commentary. Bin ich zufrieden. Ja, schön. Ja, was kann man noch groß sagen? Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, Assassin's Creed, richtig geil, gefällt mir gut. Ja, war ein schönes neues Setting. Auch so einen schönen Wald. Ja, auch endlich mal in Bäumen rumklettern, ne? Ja, ich frage mich nur noch, wie die das machen wollen. Ich denke mal, so leicht ist so mit den Bäumen zu animieren, weiß ich nicht, ob das dann nicht einfach ist. Ja, aber wenn sie es doch ankündigen sollen, so werden sie es wahrscheinlich auch hinbekommen. Ne? Also gehe ich jetzt mal stark von aus. Ich meine, warum sollten die was ankündigen und einen Trailer schon für machen, wenn sie es nachher nicht hinbekommen? Ja, ich denke mal schon, dass sie es hinbekommen, aber ich habe irgendwie Angst, dass es einfach nur scheiße aussieht. Ach, passt schon, ne? Ja, aber bisher war er relativ zuverlässig. Ja. Auch wenn die minimal schlechter wurden, fand ich zumindest von Teil zu Teil, weil irgendwie... Ja, ich glaube, das lag zum Teil daran, dass sie dann einfach ab Mitte angefangen haben, für Assassin's Creed 3 zu programmieren. Die haben ja dann zum Teil das Team aufgesplittet und dann arbeitet die eine Hälfte daran und die andere daran und dann... Fand ich nicht gut, sondern sich lieber auf eins konzentrieren. Genau. Und so war das dann auch, fand ich, ein bisschen bei Uncharted 3. Das ist zwar ein richtig geiles Spiel geworden, aber ich denke, da hätte noch mehr rausgekommen. So. Und bei Uncharted die haben ja auch schon da. Das ist mein Ding. Also, weil ich bei dir war, wo ihr Feder und Sack bekommen. Aber das ist überhaupt nicht meins. Ja, ist eben auch Geschmackssache so, ne? Genau, ja, wie Halo, denke ich mal. Und ja. Oh, endlich kommt ein Aiming dazu. Da hat man ja auch angefangen, ich glaube, schon so ab Mitte das Team wieder aufzusplitten. Und die eine Hälfte hat dann an The Last of Us weitergearbeitet oder schon angefangen zu arbeiten. Ja. Weil jetzt gegen Ende geht's nochmal ab, ey, verdammt. Weil den Chopper hau ich jetzt nicht raus, weil irgendwie Chopper finde ich immer ein bisschen langweilig. Für Nuketown gegen Bots. Ich meine, sie sind schlecht genug. Das haben wir natürlich am Schluss wieder halbwegs gut gespielt, denke ich mal. Wir haben jetzt in der letzten Zeit irgendwie nur ein Death kassiert oder so. Ja, war ich. Kam natürlich jetzt ein bisschen blöd jetzt am Schluss. Denke ich mal, haben wir jetzt Aiming auch wieder drin. Haben jetzt eben, ich weiß gar nicht, MW3, MW2. Einfach mal durchgezockt. Alles gezockt, um mal ein bisschen Videomaterial noch zu besorgen. Bei mir steht gerade wie alles voll. Boah, wenn das der letzte ist, fetter Multi. Ah, mach ich jetzt nicht halt. Ich hoffe mal, ich verreck jetzt nicht noch. Komm. Jo, war am Schluss dann doch noch okay. Aha, eigentlich ist es noch zu schlecht für ein Spiel gegen Bots, aber ich denke mal, ist okay. Am Schluss lief es ja ganz gut und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal, oder? Ja, ne? Ciao.